Nee, die Kirsche verbessere ich erst später, wenn ich die Technologien habe. Ich will jetzt als allererstes mal diese blöde Kreissäge hinbekommen. Dafür muss ich Sachen herstellen. Bekomme ich auch ein kleines Pünktchen für. Brennstoff. Okay, das kommt da rein, das kommt da rein und das. Dafür bekomme ich grüne Punkte. Oh, mein Akku ist fast leer. Das heißt, ich muss gleich mal eine kurze Pause machen. Ich habe nämlich mein Ladekabel nicht hier. So. Neuer Tag, neues Glück. Die Tinte. Wir bringen jetzt erstmal die Tinte weg. Wieder laufen. Ich hätte jetzt eigentlich auch verkaufen können, aber ist egal. Dann mache ich gleich nämlich eine kurze Pause, mache ich mir noch einen Tee. Und hole mir, glaube ich, eine Jacke. Mir ist irgendwie kalt. Oh, mein Zettel. Ich habe mir einen schlauen Zettel an meinem Bildschirm gemacht. Mit den ganzen Hotkeys für OBS. Aber der fällt immer runter. Bringt natürlich viel, wenn der Zettel da hängt. Nie klebt. So, gib ihm die Tinte. Großartig. Tinte ist das Blut der Poesie. Das klingt gut. Ich sollte es niederschreiben. Das war's. Achso, jetzt habe ich alles, was ich benötige. Ich sollte meine Ode an Frau Anmut beginnen. Aber irgendwie mangelt es mir an Inspiration. Jeder Poet kennt dieses Gefühl. Ich sollte klein anfangen, dann kommt der Rest von alleine. Wenn du willst, kann ich etwas Simples für dich verfassen. Umsonst? So ungefähr. Bring mir nur ein wenig Wein, um die poetischen Säfte in Schwung zu bringen. Aber bitte das gute Zeug. Vergiss nicht, dass ich ein bekannter Poet bin in gewissen Kreisen. Der Nächste, der Wein will. Gut. Das heißt, ich sollte wohl Wein herstellen. Dem einen soll ich Honig bringen. Honig kann ich aber auch noch nicht machen, ne? Mal gucken wir mal. Das ist nicht das, was ich suche. Superpilz sammeln. Okay. Das ist alles Bauer, Brauerei, Brauplatz, Gärungskram. Warte mal, hier ist Weinlese. Hier ist Weinfass. Weinfass und Rankenpresse. Und damit kann ich damit Rotwein herstellen. Und hier kann ich den Bienenstock machen. Den Bienenstock brauche ich halt auch noch. Insekten. Ah. Ich kann jetzt erst Motten sammeln, okay. Sollte ich vielleicht alles mal freischalten? Okay, und das ist Rankgerüst für Weinkrempel. Naps brauche ich ja nicht. Komm, dann machen wir den Meistersammler auch noch. Dann haben wir das komplett. So, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Geil. Die hart erkämpften Punkte sind weg. Aber wir haben jetzt einen neuen Plan. Honig brauche ich ja noch. Die Motten, wo auch immer die Motten sind. Vielleicht ploppen die jetzt auf einmal auf. Oder das sind diese leuchtenden Dinger. Also bei der nächsten Nacht mache ich, glaube ich, dann mal eine Pause. Aber jetzt tun wir erstmal. Wo war der Honig? Er war, glaube ich, hier hoch.
Alt. Machen wir mal direkt hier neu. So. Gehen wir mal Honig suchen. Das da sind bestimmt Motten, oder? Das ist das Einzige, was nachts immer leuchtet. Aber es wäre eigentlich unlogisch, wenn das Motten wären. Was sind denn Motten? Oh. Okay. Ich habe sie besiegt. Was ist das denn? Holz. So. Bienenzucht. Dafür brauche ich Planke 4. Diese Dinger 4. Und Papier? Wofür brauche ich Papier? Aber okay. Machen wir. Dann habe ich das wenigstens schon mal am Laufen. So, Papier kriege ich ja hier unten. Schade, dass man hier nicht so durchkommt. Kann man das irgendwann reparieren? Wäre eigentlich ganz nice, wenn man das reparieren kann. So, dann holen wir uns mal zwei Papiere. Ich muss schon wieder ein Gebet abhalten, sehe ich gerade. Papier war jetzt hier in dem Regal. Papier... brauchen wir... Nein. Zwei. Und den anderen Kram. Gibt's drüben. Das hier auch wieder an. Hier kommen Flügel rein. Das kommt hier rein. Das nehmen wir wieder mit. Wir brauchen Planke. Aber nicht. Wir brauchen 4 Stück hiervon. Aber nicht. Wir brauchen Planke. 4 Stück. Schön, dass immer eine Planke rauskommt. Gut. Wir haben 4 Planken. 4 Eisendinger. 2x Papier. Okay. Das hier lassen wir auch jetzt direkt wieder weiterlaufen. Und dann... weil ich spät muss, gehe ich jetzt nicht schlafen. Machen. Ach, Karotten wollte ich eigentlich nicht braten. Die wollte ich für den Esel alle aufheben. Egal. Wir gehen beten erstmal. Dann habe ich das schon mal weg. Ich brauche definitiv sehr viele Glaubenspunkte. Beet brauche ich. Warte mal. Jetzt alles hier dran. So, die Geschichte kann weg. Gebet kommt mit. Wie lange ist echt an mehreren Tagen da? Hallo? Auch noch so eine kleine Fliege, die nervt.
Geld. So. Verpacke die Glaubenspunkte aber erstmal hier. Cool, ich habe 5 Stück. Nehme ich mit. Der ist zwar jetzt weg, aber wenn er das nächste Mal dann da ist, kann ich dem die direkt geben. Jetzt gehen wir aber erstmal das Imker-Ding bauen. So. Bienenzucht. Biene? Wie sammle ich denn Bienen? Okay, ich brauche. Das ist wieder weg. Balken brauche ich 4 und Nägel brauche ich 6. Wie bekomme ich denn Bienen? Indem ich diese Dinger kaputt hacke? Oder sammelt der die da? Oder sammelt der Honig? Okay. Aber wie sammel ich denn Bienen? Genug Energie? Kann man Honig essen? Erstmal ein, bitte. Ah, man sammelt damit automatisch Bienen. Gut. Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie viele Bienen ich brauche. Habe ich mir mal besser auf. Weil die muss ich erstmal sammeln. Okay. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis ich die 20 da zusammen habe. Aber immerhin habe ich jetzt Honig. Das heißt, ich könnte jetzt dem Typen da, wie viel Honig will der haben? Wo war er? 5. Ich habe 7. Perfekt. Geben wir das dem direkt mal ab. Schmeißen hier mal noch ein Eisending rein. Oh. Brennstoff. Okay, ich sehe schon, ich muss wieder Brennstoff herstellen. Und dann muss ich gleich definitiv mal eine kurze Pause machen. Sonst ist mein Handy gleich finito. Wie viel haben wir denn schon? Ruckel, ruckel, ruckel. Gucken, ob der Typ überhaupt abends da ist. Wenn er jetzt abends nicht da ist, dann weine ich. Den ganzen weiten Weg gelaufen. Nichts. Ist da. Reden. Ding dong, ding dong. Honig. Was ist mit dem Kuchenrezept? Denke einfach dran, Kuchen kann nicht süß genug sein. Süßigkeiten helfen dabei, die Sachen von einem anderen Blickwinkel auszusehen, um mehr zu lernen. Yay. Okay. Gut. Ich habe ein Rezept gekriegt. Yippie. Dann haben wir das abgehakt. Dann kommt als nächstes der Weinstock ran. Dran. Deutsche Sprache. Ich kann auch hier die Abkürzung nehmen. Wenn das wirklich eine Abkürzung ist. Hey, die Schlange. Machen wir das als nächstes.
Warte mal, bis die Schlange gemütlich darüber gelaufen ist. Kann sich ja nur um Stunden handeln. So schnell wie die Schlange geht. Sie ist da. So. Ich habe kein Problem damit, dass du hier bist. Vielleicht kann ich dir sogar helfen. Du siehst nicht besonders nützlich aus, aber ziemlich harmlos. Hilf mir dabei, dieses Tor zu öffnen. Ich habe diese Anweisungen und muss anscheinend einen Schlüssel finden. Meine Dietriche funktionieren hier nicht. Bring mir den Schlüssel und dann reden wir. Fertige ihn an oder finde ihn, ist mir egal. In Ordnung, ich brauche auch etwas, das sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich helfe dir. Nimm diese Anweisungen. Okay. Wenn ich jetzt da durch könnte ich jetzt einfach da durchspazieren. Das war jetzt ein gutes Deutsch. Einfach da durchspazieren und Gedöne. Wisst schon. Kann Kuchen herstellen. Okay, die Biene. Keine Ahnung, wo ich jetzt hinpacken soll. Bienenwachs, keine Ahnung. Honig, keine Ahnung. Packe ich jetzt einfach alles da rein. Ich habe aber, glaube ich, keine Glaubenspunkte mehr. Brauchte ich dafür Glaubenspunkte? Ich glaube ja. Das ist jetzt Mist. Handy hält noch ein bisschen durch. Ich glaube, dafür brauchte man wirklich Glaubenspunkte. Ja. Gut, dann kommt das mal hier rein. Kann ich leider jetzt nichts tun. Muss ich bis zum nächsten Gebet warten. Kurz mal aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Weil ich glaube, das werden wir jetzt in der Runde jetzt hier nicht schaffen. Oh, ein roter Punkt. Das kommt da rein. So, dann schiebe ich nämlich jetzt gleich hier dazwischen eine kurze Pause. Und dann, weil ich möchte gerne heute noch Wein anfangen. Der Wein. War denn nicht hier, dass man auch hier hochgehen konnte? Nee, warte mal. Wo war denn das mit dem Wein? Genau, für den Schlüssel brauche ich ja noch die Glaubenspunkte fürs... Für die Bienenzucht ja noch die Bienen. Gut, ich könnte die jetzt die ganze Zeit sammeln. Aber naja. Wein war, glaube ich, hier oben in dem Haus, ne? Irgendwo hier hoch. Hier ist es, genau. Müssen wir jetzt hier sowieso Vorbereitungen machen. Und dann muss ich eh schauen, was ich dann dafür brauche. Auch eine Ressource dafür. Okay. Man jetzt erstmal hier alles ordentlich. Also Ordnung wollte ich eigentlich sagen. Ja. Und ich werde nachher dann mal Fortnite austesten. Mal runtergeladen habe ich es jetzt. Bin ich mal gespannt. Ich bin ja eigentlich eher so der PUBG-Typ. Aber da das im Moment bei mir nicht funktioniert, habe ich mir gedacht, probiere ich mal Fortnite aus. Könnte man das ja, wenn es mir gefällt, im Anschluss immer so ein, zwei Runden machen. Nein. Okay.
Hier könnte ich eine Kiste hinstellen. Dafür brauche ich ja immer. Selber habe ich das noch hier stehen? Nö. Nägel, Eisenstücke und Balken. Stelle ich mir nämlich hier erstmal noch eine Kiste hin. Ja, Fortnite, genau. Können wir das ja vielleicht ab und zu mal eine Runde spielen oder mal schauen. Wenn ich vielleicht jeden Stream Graveyard Keeper zocken. Mal gucken. Ich hätte halt gern irgendwas so rundenbasiertes. Ich habe halt im Moment nur DBD. Und wie gesagt, Fortnite klappt bei mir nicht. Balken habe ich definitiv zu wenig. Eisenstücke auch. Nägel habe ich gar keine. Ja, nochmal schauen, wie Fortnite so ist. Ich muss es aber erstmal alles einstellen und gucken. Dann die Szene passend einstellen schon mal. Das habe ich jetzt eben nicht geschafft. Aber das würde ich dann vielleicht nachher mal machen. Für den nächsten Stream. Und dann schon mal vielleicht ein, zwei Runden zocken, mal gucken. Balken brauchen wir definitiv auch noch, aber ich muss erstmal hier meine Schaufel reparieren. Dafür brauche ich was zu essen. Weil es ist ja wieder dunkel. Cool. Lassen wir das, wir gehen schlafen. Bevor ich mir jetzt den Bauch vollhaue, gehen wir ja schlafen. Hier habe ich aktuell nichts drin, weil ich glaube ich nichts habe, ne? Ja. Das heißt, ich müsste hier auch ein paar Sachen mal wieder herstellen, aber jetzt nicht. Jetzt kümmere ich mich erstmal um das Weindingen. Das sollte eigentlich erstmal genügen. Und ich mache ein bisschen Brennholz. So. Kann das nämlich alles schön laufen schon mal? Jetzt ist die Frage, was brauche ich als Ressource? Muss ich mal gucken, vielleicht habe ich ja schon irgendwas gesammelt von dem Zeug, was ich brauche. Nur noch 4. Davon haben wir genug. Davon nicht. Na gut. Ich klicke das immer an. Da brauche ich eigentlich nur auf Anfertigen zu klicken. Das kann weg, das kann weg. Nein, das bleibt. Das kann weg. Das kann weg. So. Technologie. Gerade mal gucken, was brauche ich denn für Trauben und Hopfen? Das, ah ne, kann ich herstellen dann damit. Mit den Dingern. Heißt, ich brauche bestimmt Samen bestimmt, ne? Da bin ich wieder. Entschuldigung. Ich denke mal, ich werde das bestimmt so machen müssen. Aber dann könnte ich auch jetzt mal direkt einen Apfelstrauch. Doch, Apfelstrauch, glaube ich. Mal direkt gucken, was der noch hat. Vielleicht auch für die anderen Sachen ein paar Samen kaufen. Ich glaube, ich brauche für jedes eins. Mandeln. Kaufen wir von jedem einen. Ich glaube, dann müsste es wieder aufgehen.
Die anderen Sachen sind noch gesperrt. Na gut. Verkaufe ich mal ein bisschen was. Geht der Rang wenigstens ein bisschen höher. Das sind dann bestimmt auch die Beeren, die ich brauche. Also die Räucher. Ist natürlich schlecht. Auch einen besseren Rang mit dem. Das ist doof. Dann gehe ich mal ein paar Sachen holen, die ich verkaufen kann, glaube ich. So ein paar Gemüsesachen, die ich hergestellt habe. Muss ja nicht unbedingt vielleicht auch hier die Sträucher. Ich kann mir das jetzt eigentlich gar nicht anders vorstellen, als dass man da wartet mal, Karotten und Rüben kann ich eigentlich nur ein paar kaufen. Was kann ich? Hä? Ja. Und das kann ich. Karotten und Rüben. Mal ein paar Lebensmittel verkaufen. Kohl können wir verkaufen. Vielleicht davon jetzt nicht, aber ist egal. Wir haben ja eigentlich im Moment gleich Mehl. Im Moment genug Essen. Halt. Der ist jetzt bestimmt wieder weg. Gehe ich von aus. Ja, komm, brauchen wir eigentlich gar nicht zu versuchen. Der ist bestimmt weg. Aber ich gehe mal davon aus, dass man für den Wein aber wo kann ich denn die Sachen bauen? Komme ich hier auch irgendwie da hoch? Nee, ne? Ich hatte aber genug Sachen für die Kiste, ne? Ich glaube ja. Wir gehen mal gucken. Ich denke, das sind genug Sachen. Ich hätte eigentlich schon gerne heute das mit dem Wein auch erledigt. Weil ich muss 3 Leuten, glaube ich, mittlerweile Wein geben. Ihm da oben, dem komischen Honigtypen, glaube ich, muss ich jetzt auch Wein geben. Und, Kiste. Und da eine Kiste hin. Bringt eigentlich das Rankgerüst? Rankgerüst ist doch bestimmt das hier, oder nicht? Ja, siehst du, ich kann das hier nämlich nicht... Effekt, um Leute zu pieken und Feuer anzuzünden. Klar, ich habe ein Holzstöckchen in der Hand und denke direkt darüber nach, erstmal Leute zu pieken. Das hier müsste ja schon das Ranggerüst sein eigentlich. So, dann bauen wir mal die Kiste hier. Also ich brauche definitiv Samen. Das heißt, ich muss mit dem handeln. Tun wir mal hier ein bisschen aufräumen, dass wir hier ein bisschen, wie heißt's, Stäbchen zum Pieken haben. Und ein paar Ranggerüste machen können. Kaufe ich nämlich ganz viel Samen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch für unten. Kaufe ich jetzt erstmal ein bisschen Samen ein, damit ich da ein bisschen mehr pflanzen kann. Weil das ist mir zu wenig. Ich könnte so viel damit verkaufen und mit dem dann ein bisschen Handel betreiben. Beziehungsweise halt höhere Stufe mit dem kriegen. Sollte ich echt mal langsam anfangen, mit den Leuten mehr zu handeln, damit ich die Stufe erhöhen kann.
Jetzt habe ich nicht mal genug. Habe ich was zum Essen mit? Cool, ich habe einen Bug. Ich habe das Schaufelgeräusch, obwohl ich nicht mehr geschaufelt habe. Ich habe keine Stöcke mehr zum Pieken. Hätte ich die mal gerade da reingelegt. Egal. Legen wir uns schlafen und dann gehen wir ganz schnell zu den Bauern und kaufen ein paar Sachen ein. Auch hierfür. Kümmern wir uns jetzt ein bisschen um Gartenarbeit. Würde ich sagen. Damit wir mal mit dem Wein vorankommen. Und vielleicht auch mal ein paar andere Sachen anpflanzen können. Und kochen können.